Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Italia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier mit dem Bandschwader so ein bisschen beschäftigt. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Und wir sind weiterhin auf unserer Wiese hier unterwegs. Ich mache jetzt gerade hier die letzte Bahn soweit, sodass wir dann heute so ein bisschen beginnen können, den ganzen Spaß hier ein wenig in unser Kalsilo zu fahren. So, ich wünsche euch allen einen guten Start auf jeden Fall ins Wochenende. So, wir gucken mal kurz. Das haben wir. Dann können wir einmal kurz hier wenden und fahren einmal zurück zu unserem Hof und holen uns den Ladewagen. Ne? Den brauchen wir nämlich, damit wir hier das Gras dann auch einladen können. Ja, da geht es heute wieder weiter hier auf der wunderschönen Italia-Map. Ne? Das ist unser schönes Fahrzeug hier. Und mit dem können wir auf jeden Fall sehr, sehr flexibel unterwegs sein. Ne? Also mir macht Spaß mit den kleinen Geräten. Da werden wir uns gleich mal den Fiat schnappen und werden dann ein wenig mit dem Ladewagen das jeweilige Gras aufsammeln, damit wir auch ein bisschen vorankommen hier. Ne? Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben auch noch, glaube ich, ein Feld zu ernten. Ich glaube, das Hirsefeld müsste, glaube ich, schon ready sein oder im September. Müssen wir gleich nochmal gucken. Denn zu tun haben wir auf jeden Fall alle mal ordentlich. Ne? Die Tiere sind soweit versorgt. Da sind wir soweit ready. Wir fahren mal hier rein. Es fährt sich echt cool, dieses kleine, aber feine Gerät, das Antonio Corrado. Und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit dem Gerät hier unterwegs zu sein. Ne? Ist ja auch eine italienische Firma. Und deswegen passt es auch sehr, sehr gut hier zur Map. So. Fahren mal kurz ran hier, fahren hier einmal rum und stellen das Gerät dann ab. Sehr schön, sehr schön. Ich parke das jetzt mal hier direkt. So, dann lassen wir das Gerät mal runter. Machen den Motor aus und springen jetzt gleich in unser schönes, in unseren schönen Fiat, ne, der auf jeden Fall auch sehr gut zur Map passt. So, wo haben wir den denn? Da steht er doch. Guck mal, da haben wir sogar schon den Ladewagen ready gemacht. Ich guck mal gerade hier, ob das Keilsilo soweit ready ist. Ja, ist ready, ne? Da können wir reinfahren. Da passt, glaube ich, nicht so viel rein. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen, dass wir vielleicht noch, vielleicht machen wir noch ein bisschen Heu. Wir schauen mal, ne? So, habe ich hier alles verbunden? Hier müsste, glaube ich, alles passen soweit, ne? Das Kabel macht er irgendwie nicht, aber okay, gut. Kann natürlich sein, dass das bei dem Fiat irgendwie, weil es eine Mod ist, vielleicht nicht mit dran baut. So, wir fahren mal los und werden jetzt mal zu unserer Wiese fahren und dann ein bisschen Gras aufnehmen. Und das dann in unser Kalsilo packen. Guck mal hier, da sind die Schweine. Ding jetzt auch soweit gut. Die Kühe grasen auf der Wiese natürlich. Und dann werden wir jetzt gleich hier mit dem schönen Pöttinger Boss Alpin werden wir das Ganze einsammeln. Ich denke, das ist ein kleines Gerät. Da müssen wir einige Male mit fahren. Ist aber nicht schlimm, denn wir haben ja Zeit. Sind ja erst im August. Wir können mal kurz einen Blick auf die Karte werfen, damit ich mal kurz schauen kann, was so die nächsten Steps wären, ne? Wir haben ja hier, glaube ich, Mais drauf, ne, auf den beiden Feldern. Ich guck mal kurz. Jo. Hier haben wir, glaube ich, Kartoffeln. Und hier haben wir Sorghumhirse. Und vom Wachstumsstatus her sind wir. Ist noch nicht fertig. Erst am im September. Okay, gut. Wir spielen ja auch mit Seasons. Ne? Wir spielen halt hier mit möglichst vielen kleineren Geräten, was euch ja sicherlich auch schon aufgefallen ist. Und das will ich auch so größtenteils beibehalten. Ne? Klar, ich sag mal so, wenn wir irgendwann größere Felder haben, brauchen wir auch größere Geräte. Aber alles, was so über den mittleren Traktor geht, das werde ich auf keinen Fall nehmen. Ich werde auch immer darauf achten, dass wir hier so regionale Sachen wie den Fiat, Antonio Corrado oder eben halt auch so kleinere Geräte nutzen. Natürlich wird es auch irgendwann hier solche großen Felder geben. Da müssen wir uns dann mal was einfallen lassen, wie wir das dann handhaben. Aber darum müssen wir uns erstmal keine Sorge machen, denn wir haben erstmal hier soweit genug zu tun. So,
Hier geht es also heute auch weiter, ne, mit einer weiteren Folge. Morgen wieder Hof Bergmann, am Sonntag dann wieder auch eine Folge. Guck mal, da kommt gerade der Zug. So, müssen wir kurz gucken, wo wir hier am besten anfangen. Ich würde sagen, wir fangen hier oben an, bei der kleinen Stelle hier. Schalten wir den Ladewagen mal ein und sammeln mal ein bisschen Gras auf. Ich hoffe, der schafft das hier von der Steigung her. Denn groß ist das Fahrzeug auf keinen Fall und es hat auch nicht so ein hohes Ladevolumen. Ne? Wir nehmen mal die Außenansicht. Gucken mal, dass wir jetzt hier den kleinen Bereich hier auch noch einsammeln. Und dann setzen wir hier an der ersten Bahn an, sodass wir dann da auch ja, ein bisschen Gras mit einbringen können. So. Tipptopp. Da geht wieder... Ah ja, lol. Man sollte auch die Aufnahme des Ladewagens senken. Ne? Also wäre nicht verkehrt. Ansonsten kann er nämlich kein Gras sammeln. Ne? So, der hat natürlich keinen Siliertank. Deswegen können wir die Produktion oder die Abnahme von dem Gras da nicht steigern. Ist aber auch nicht schlimm. Das wird dann auch irgendwann nochmal kommen. Aber da brauchen wir, wie gesagt, erst nochmal... Ich guck mal kurz die Kamera mal drehen hier. So, brauchen wir noch ein paar... Ja, ein bisschen Geld und halt auch dann irgendwann mal einen bisschen größeren Traktor. Aber lassen wir erstmal weit von weg. Wir nehmen erstmal das, was wir hier haben. Ich würde mich jetzt erstmal hier um die untere Seite dieses Feldes kümmern. Und ihr seht schon, da kommt einiges an Gras zusammen. Da werden wir einige Touren fahren. So, gucken wir mal. Da werde ich gleich die Untaste, glaube ich, mitnehmen. Sodass wir immer möglichst auch gerade, wenn der voll ist, nicht bergauf fahren müssen. Ne? Es ist halt sehr hügelig hier auf der Map. Boah, da können wir jetzt hier einmal die Bahn mal so ein bisschen seitlich mitnehmen. Damit wir hier auch möglichst viel mitbekommen. Ich fahre die jetzt einfach mal so runter, weil hier habe ich die Schwarten ein bisschen unsauber abgelegt. Dann fahren wir gleich wieder die Bahn hoch und können dann wenden. Und ihr seht schon, ne, da geht halt nicht viel rein. Wir haben jetzt schon 80% hier von unserem Ladewagen mit dabei. Und ich fahre jetzt hier die Ränder nochmal ein bisschen ab. Dann können wir dann gleich nochmal ein bisschen drehen. Fahren wir noch ein paar Meter und dann sind wir, glaube ich, auch schon fertig. Ich gucke mal, ob ich hier die Kante erwische. An der Straße direkt. Ah, doch, kann ich mit aufnehmen. Das ist schon mal sehr gut. Und rückwärts, wenn er voll ist, ihr seht schon, unter Volllast, da tut er sich halt sehr schwer, der Kleine. So, wir schalten es mal wieder ein. Senken den Pickup und können dann hier jetzt ja, das weitere Gras so ein bisschen aufnehmen. Und ihr seht auch schon, warum ich eher im unteren Bereich bleiben werde oder eben halt jetzt die Bahn quergelegt habe. Hätte ich das jetzt hochgelegt, dann wäre es halt schwierig geworden mit dem Abfahren hier. Ne? Weil sobald wir jetzt hier in Richtung Berg gehen, seht ihr schon, da tut der Kleine sich sehr, sehr schwer. Ne? Aber es ist echt ein schönes Gerät. Wir hatten ein paar Stunden schon drauf. Und mit dem fahren wir jetzt halt weiter und fahren die erste Fuhre mal rein in unser schönes Keilsilo. Dann werden wir das Ganze in der nächsten Folge, denke ich mal, verdichten oder in der darauffolgenden Folge. Gucken wir uns mal an. So, und biegen jetzt hier erstmal wieder ab in Richtung unseres Hofes. Sehr schön. Natürlich gibt es hier auch mehrere Wege oder mehrere Einfahrten, die wir nutzen können. Wir können einmal vorne durch dieses, ja, in Anführungsstrichen Dorf fahren, was unser Haupteingang ist. Aber ich nutze eher die andere Seite, weil wir da ein bisschen besser an unsere, ja, an unsere Seite durchkommen können und da halt nicht uns durch diese engen Passagen schlängeln müssen. Wobei, ne, wenn viele Geräte auf dem Feld sind, habt ihr auch gesagt, oder auch auf dem Hof, sieht man halt immer, wie viel Gewusel dann auch auf dem Hof ist und muss ja auch gearbeitet werden. Deswegen hat man ab und an mal so ein paar, ja, wie sagt man, Rangierarbeiten, die man einfach durchführen muss. Hier seht ihr schon den Mais, hier Sonnenblumen haben wir auch noch. Da müssen wir uns dann irgendwann nochmal ein anderes Schneidwerk holen. Ja, und jetzt fahren wir die erste Fuhre einfach mal hier rein. Und werden die dann gleich abladen. Das sind mal 16.100 Liter. Ich bin gespannt, wie viel wir da bei der Wiese rausbekommen.
Und ich werde das Fass hier nochmal austauschen, das Güllefass. Nämlich da habe ich ein schönes italienisches gesehen, was auch sehr gut passt. Habe ich aber vergessen, jetzt mit einzubauen. So, jetzt gucken wir mal hier. Dass wir hier mal möglichst... Das mache ich mal... Ich guck mal kurz. Kriegen wir das rückwärts hin? Ah, ich tue mich dann mal schwer mit rückwärtsfahren. Seht ihr schon, ne? Das wäre nichts geworden. So, jetzt fahren wir hier mal rein. Dann werden wir das Gras jetzt hier reinfahren. Das Verdichten machen wir dann später, ne? Wenn das voll ist. Wobei, vielleicht mache ich das schon zwischendurch. Müsste ich mal gucken, ob das überhaupt mit dem Carlado geht. Weil er hat jetzt kein großes Eigengewicht. Ich lade jetzt erstmal ab hier. Wenn wir F1 drücken, seht ihr auch Häckselgut Füllstand. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Fillplane geht. Müssen wir uns mal angucken. In dem Silo. Und dann werden wir dann speziell auch immer so ein bisschen was schieben müssen. Damit das Ganze dann auch funktioniert, ne? So, die ersten 16.100 Liter haben wir drin. Na klar, guck mal, man kann natürlich auch hier lang fahren, aber hier sind halt immer diese engen Passagen und der Weg ist halt ein weiterer. Ne, wir haben halt hier noch einen Wender, einen sogenannten Zetter, den könnten wir auch noch nutzen. Falls wir jetzt mehr Gras haben, als in das Silo passt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da reinpasst in das Silo. Das ist halt die andere Feldzufahrt hier. Und fahren wir jetzt mal hier direkt lang an unser Sonnenblumenfeld. Und ja, es ist natürlich nicht das schnellste Fahrzeug, ne? Da finde ich den Antonio halt ein bisschen schneller. Aber ich will halt auch mal ein bisschen wechseln mit den Fahrzeugen. Jetzt haben wir noch 71.000 auf dem Konto. Ich denke, das reicht auch aus, größtenteils. Dass wir uns da keinerlei Kredite bemühen müssen. Vorne fährt der Zug wieder. Den sehen wir halt auch. Und natürlich werden wir auch irgendwann was mit dem Zug dann fertig machen. Wir werden auch Aufträge machen. Denn Aufträge gibt es hier auch noch und nöcher. Und da werden wir dann auf kurz oder lang natürlich uns auch so ein bisschen refinanzieren. Solange bis wir ja, Milch haben. Oder eben halt die Schweinereproduktion höher ist. Wir brauchen natürlich auch Schweinefutter und viele weitere Dinge. Und wir haben auch Precision Farming natürlich drauf. Ne? Wollen wir mal kurz gucken. Ach, da vorne sind wir stehen geblieben. Dann senken wir schon mal wieder den Pickup hier. Dann können wir das direkt wieder aufsammeln. Ne? Ja. Ist jetzt nicht kein großer Ertrag, wenn man sich das gleich nochmal anschaut. Mit der jeweiligen Übersicht von Precision Farming sieht man das dann auch, dass gerade beim ersten Mal, weil man halt noch ja, dann ein bisschen mehr düngen muss, beziehungsweise Gras braucht ja nicht viel Düngemittel, der Ertrag dann meistens etwas geringer ist. So, ich versuche jetzt mal hier die zweite Bahn zu nehmen, weil dann brauchen wir hier nicht so kurbeln. Heute habe ich es irgendwie mit dem Pickup, ne? So, fahren wir mal ein Stückchen zurück hier. Sehr schön. Gucken wir uns vielleicht vorher nochmal die Übersicht an. Die hat man ja hier speziell. Und wenn man dann jetzt hier auf das Feld klickt, seht ihr, wir haben jetzt hier natürlich Gesamteinnahmen, weil wir jetzt hier bisher noch nichts ausgebracht haben. Das sieht man halt. Bedeutet, der Ertrag, den sieht man hier. Das sollen 64.000 sein. Da bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich dann auf den Liter genau dann auch passt. Ist natürlich schon recht viel, ne? Wenn man überlegt, man hat eher so eine kleine Kuhweide oder eben halt auch das mit den Schweinen. Ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und später kommen natürlich noch die ganzen Benzinkosten mit dazu, also Dieselkosten. Dann kommt noch Kalkausbringung mit dazu und viele weitere Dinge. Wir müssen uns natürlich auch wieder hier um einen optimalen pH-Wert bemühen, den Stickstoffgehalt erhöhen, indem wir halt Mineraldünger ausbringen und so weiter und so fort.
Und auch Kalk muss ausgebracht werden, ne? Also beides, um halt auch eine gute Bewertung zu bekommen. Also eine Umweltbewertung. Denn das ist halt wirklich wichtig bei Precision Farming, damit wir auch möglichst viel Geld nochmal extra bekommen, ne? So, jetzt fahren wir hier nochmal bis zum Anfang der Bahn. Korrigieren wir nochmal kurz. So. Sehr schön. Ja, und dann fahren wir den ganzen Spaß wieder ein. Und ob das wirklich 64.000 Liter sind, ich weiß es nicht. Oder was, 6.400, habe ich mir einfach verlesen. Ne, 64.000, 19,2 Tonnen insgesamt. Da bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir gleich 32. Ja doch, das müsste eigentlich passen, ne? Wenn man es mal hochrechnet und kurz überschlägt. 32.200 haben wir, wenn wir zwei volle Touren haben. Wir haben ungefähr die Hälfte weg. Ja, das müsste sogar aufgehen. Jetzt nicht gedacht, dass das so genau ist. Das geht schon recht zügig hier. Hier müssen wir gleich nochmal ein bisschen nachbessern. So, da fahren wir mal ein kleines Stück zurück. Sehr gut. Und dann können wir jetzt hier so einen Teil der Bahn noch aufnehmen. Den Rest machen wir dann zum gleich, wenn wir wieder da sind. Das heißt, wir haben zwei Fuhren schon mal weggefahren. Das ist schon mal recht solide. Das verteilen wir dann jetzt gleich in unserem Silo. Dann haben wir noch das obere Stück. Ich denke mal so zwei, drei Fahrten werden wir auf jeden Fall noch machen müssen. Wenn das passt mit der Angabe der Literzahl, sind es ungefähr ja, drei Fahrten noch. Oder zweieinhalb, je nachdem. Weil der wird ja nicht ganz mehr voll. So, zweite Fuhre. Let's go. Fahren wir mal zurück. So. Sehr schön. Dann fahren wir das noch eben kurz rein. Laden das dann ab. Und dann mache ich hier noch ein bisschen weiter. Wird wahrscheinlich noch eine weitere Fuhre offline noch reinfahren. So dass wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, mit der Verdichtung beginnen können des Kalksilos. Ja, und dann heißt es erstmal wieder warten, dann können wir halt Aufträge machen. Wir können uns dann weiter um ein paar ja, Einnahmen kümmern, ne? Das, was natürlich auch mal sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten, die anderen Felder sind soweit alle ready, da brauchen wir nichts tun. Die lasse ich erstmal so. Was wir natürlich noch bräuchten, wären, ich guck mal gerade kurz, habe ich die? Hier haben wir die Bodenwerte, glaube ich, schon geholt, ne? Ich guck mal kurz. Hier haben wir die Bodenwerte schon, bei den anderen Feldern habe ich sie noch nicht, ne? Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal, ran. Super. Tipptopp, zweite Fuhre. Einfach mal reinfahren. Und dann sind wir da gleich fertig. So, rein da. Ihr seht schon, der Hügel, der wächst leicht. Vielleicht werde ich gleich schon mal ein bisschen Anfang verdichten. Ich gucke jetzt mal, wie viel ich da noch reinkriege und wie hoch das vor allem geht. Ich weiß auch nicht, das Fassungsvermögen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und ich würde sagen, das soll es dann für heute erstmal gewesen sein hier mit einer weiteren Folge zur Italia-Map. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.